Hallo liebe Facebook-Gemeinde, herzlich willkommen hier aus dem Ausstellungsraum von Ikrados in Weißenhohe. Ja, wieder zur Live-Sendung. Heute haben wir zwei Themen. Einmal stellen wir einen neuen Speichertyp vor und zum anderen unsere neueste Kreation, und zwar 123 Startup-Paket. Wir sprechen da alle Interessenten an, die eine kleine Anlage suchen und auch letztendlich natürlich über die Preisgestaltung hier dann eine Lösung bekommen von unserer Seite. Ja, steigen wir zum Alpha ESS um. Smile B3. Das bedeutet, wir haben uns lange die Frage gestellt, ja, wie können wir es ermöglichen, dass wir zu einer kleinen Anlage auch einen entsprechenden Speicher dazu bekommen können, der auch Qualitätsmerkmale aufweist, die andere nicht haben. Die Entscheidung fiel für den Alpha ESS Smile B3 aus. Folgender Hintergrund: Er hat es als erster geschafft, in die Top 10 der Hitliste in Deutschland zu gelangen. Dieses Unternehmen ist international unterwegs, in 30 Ländern aktiv. Was ist das Besondere bei diesem Akku? Es ist zum einen, dass er 2,75 kW aufladen kann, also hervorragend geeignet für Anlagen, die im Jahr 2.500 bis 3.500 Kilowattstunden erzeugen. Er ist Lithium-Eisenphosphat-mäßig ausgebaut, das heißt kobaltfrei. Da wird ja immer mehr danach gefragt, ja, wie ist der Inhalt der Batterien. Wir haben darüber hinaus einen eigenen Wechselrichter, der einphasig ist. Das bedeutet, ich kann ihn zu jeder vorhandenen Anlage, günstig wäre ab 2012, weil da die Einspeisevergütung natürlich nach unten gesenkt worden ist, einsetzen, nachrüsten. Vom Platzbedarf, das seht ihr ja jetzt selber hier, ja, er ist 61 cm hoch, er ist 63 cm breit und er hat nicht mal eine Tiefe von 25 cm. Also diesen Batteriespeicher bringt man überall unter. Von der Temperatur bis maximal 50 Grad und minus 10 Grad, auch ein entscheidendes Merkmal. Oftmals hat man kältere Kellergewölbe, wo man ihn trotzdem noch verbauen könnte. Was ist wichtig in diesem Zusammenhang? Wir geben keine 10 Jahre Garantie auf die Batterien, so wie es üblich ist, sondern wir haben hier eine Version mit 15 Jahren Garantie auf die Batterien. Diese wäre sogar erweiterbar auf bis zu 25 Jahren. So, was haben wir noch? Er könnte modular erweitert werden. Das sind Themen, die wir nächstes Jahr überdenken. Jetzt gibt es dieses eine Modell mit diesen 2,75 kW Leistungsaufnahme. Der Wechselrichter könnte bis zu 3 kW. Da ist dran gedacht, ja, wenn es modular weiter verbaut werden sollte, also 3 kW pro Stunde, könnte dann der Wechselrichter hier letztendlich aufnehmen und auch wieder abgeben. Ja, was kostet so ein Teil? Ja, ich habe gerade schon gesagt, letztendlich geht es darum, dass man attraktiv im Kleinanlagebereich was tun sollte. Denn ich hatte ein Erlebnis vor 3 Wochen, ein Interessent rief mich an. Die erste Frage, die er mich stellte, war: Macht sie überhaupt noch Kleinanlagen? Ich habe ihn dann gefragt, wieso er da auf diesen Satz kommt. Er meinte, er hätte schon vorher 2 Marktbeteiligte von uns an telefoniert und wir gaben zur Antwort, ja, das ist uns zu klein. Also man sieht, kleine Anlagen haben anscheinend hier nicht mehr so den Reiz bei Solateuren. Wir möchten aber letztendlich hier entgegengesetzt gehen. Das heißt, wir haben letztendlich hier eine Möglichkeit geschaffen mit einem sogenannten Start-up-Paket. Aber kommen wir noch zum Wichtigsten. Ja, was kostet dieses Teil? Ja, schlüsselfertig, was schätzen Sie? Wir haben Vergleiche angestellt, 3,5 kW Speicher. Da liegen Sie heute aktuell bei 5.800, 6.000 Euro netto. Ja, und das verbessert natürlich die Amortisationszeit. Ja, bei kleinen Anlagen. Deswegen wird auch überwiegend bei kleinen Anlagen nicht mit Speichern gearbeitet. Das ist der Hintergrund.
Und dann gibt es die andere Tendenz, man geht weg von kleinen Speichern, geht hin zu großen Speichern. So, dieser Speicher hat einen Nettopreis, und jetzt halten Sie sich fest, von 3.900 Euro netto, schlüsselfertig montiert. Also, das ist ein Einstiegspreis, ja, wo ich sagen kann, okay, ich habe eine Anlage, eine kleine Anlage, ich überlege mir, gleich den Speicher mitzunehmen. Ich habe eine Anlage, eine bestehende, ja, und ich habe immer gehindert und abgesteckt, 8, 9, 10.000 Euro für einen Speicher auszugeben. Ist jetzt nicht mehr notwendig. Ich kann diesen Speicher mir holen bei Ikratos für 3.900 Euro, sammle Erfahrungen, und ich habe aber auch die Garantie, nach ein, zwei Jahren einfach erweitern zu können. Stichwort letztendlich Kleinanlagen. Ich schlage die Brücke zu unserem Start-up-Paket. Wer uns kennt, der weiß, wir legen Wert auf Garantie. So, jetzt hätten wir natürlich über billig irgendein Paket schaffen können, ja, das vom Preis her sehr interessant klingt, ja, aber von der Qualität einfach letztendlich nicht das bringt, wie wir es uns vorstellen, was unser Motto ist. Wir haben also bei diesen 1, 2, 3 Startup All Sun 50 Paket 10 Module von SunPower mit 350 Watt Leistung eingebaut. Und jetzt sehen Sie schon auf den ersten Blick, wir haben da keine Lötbahnen mehr. Das heißt, aufgrund dieser speziellen Technik haben wir mehr Raum für eine Produktion, für mehr Ertrag gegenüber Lötbahnen im Jahr von 8%, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dann kommt hinzu, wir kriegen 25 Jahre Garantie. Ich höre immer in meinen Beratungen, ja, Herr Groschen, machen andere auch. Ja, Moment, es gibt den Unterschied zwischen Herstellergarantie und Vollgarantie. Bei einer Herstellergarantie wird das defekte Modul ersetzt, aber die Austauschkosten inklusive Gerüst, das ertragt ihr draußen, ja, als PV-Anlagenbesitzer. Bei SunPower ist es mit dabei. Also, wenn wirklich mal ein Modul defekt gehen sollte, dann werden nicht nur diese Teile ersetzt, sondern auch die Austauschkosten übernommen. Das nächste ist, wir kriegen nach 25 Jahren minimal 92% Leistungszusage. Das ist der Top-Wert derzeit im Markt. Also nochmal, 350 Watt Leistung, ja, das ist kein Ladenhüter, das sind top aktuelle Leistungen, 25 Jahre Vollgarantie, danach noch 92% Leistungszusage. Die Anlage, je nach Ausrichtung, macht im Jahr 3.200 bis 3.500 Kilowattstunden. Es ist konservativ gerechnet. Mich hat vor kurzem ein Kunde angeschrieben, der hat diese Module vor einem Jahr verbaut bekommen auf einem 7 Grad Dach. Und wenn Sie da die Internetseiten hier blättern, dann würde jeder erfahrene Experte sagen, geht nicht, ihr müsst aufstellen. 7 Grad Dachneigung mit SunPower. Er hat mir bestätigt, pro Kilowatt Peak Südausrichtung hat er fast 1000 Kilowattstunden Ertrag im Jahr generieren können. Wir brauchen einen Wechselrichter dazu. Auch da gehen wir nicht auf billig, sondern gehen zur Nummer 1. Das ist Sun SMA. Ja, so sieht der Wechselrichter aus. Was wir noch brauchen, ist ein DC-Überspannungsschutz. Der ist Pflicht seit 01.01.2019. Wir brauchen die Elektroarbeiten, die sind dabei, wir brauchen die Montage der Module, die sind auch mit dabei. Was haben wir für eine Montagezeit? Früh kommen wir, Abend gehen wir. Also einen Tag für diese gesamte Anlage in diesem Zusammenhang. Was noch wichtig ist, was wird sie voraussichtlich in den nächsten 20 Jahren an Schadstoffausstoß einsparen? Das sind letztendlich nach Berechnungen ca. 45 Tonnen. Ich brauche da immer ein Bild persönlich, ja, was ist das? Und ich habe mich mit VW in Verbindung gesetzt. Ein VW Golf Leergewicht hat 1330 Kilogramm. Das bedeutet, das sind fast 34 Golfs, was diese Anlage am Schadstoffausstoß verhindern würde. Wer ist dafür interessant? Es sind letztendlich alle Doppelhaushälftebesitzer interessant, Reihenhauseigentümer. Es sind diejenigen interessant, die eine Wärmepumpe haben mit einem Niedrigtarif, der sich gut rechnet, aber sie haben ja noch Haushaltsstrom. Ja, es sind die interessant, die eine kleine Dachfläche haben. Es sind die interessant, die bei der Bank ihr Geld deponiert haben, dafür Lagergebühren bezahlen dürfen.
sind die interessant, die einen Bausparer haben mit minimal 5.000 Euro Ansparguthaben. Ja, und da gibt es noch den Tipp, Sie können sogar Ihren Chef mit in die Rückzahlung reinnehmen über die vermögenswirksamen Leistungen. Es sind letztendlich auch Lebensrentenversicherungsnehmer dafür interessant. Man kann ein Policendarlehen nehmen, wenn man möchte. Ja, all das wäre dafür möglich. Zu guter Letzt geben wir noch den Alpha ESS mit dazu. Und ich muss sagen, ihr wart überrascht, dass SunPower Alpha ESS 3 dabei war und gesagt, da tun wir was Spezielles. Ja, und wir haben jetzt die Möglichkeit, 50 Anlagen mit diesen Produkten in den Markt anzubieten und zu bringen. Und der Preis, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liegt bei 9.990 Euro netto. Warum netto? Weil Sie die Mehrwertsteuer zurückholen können. Sie können die Anlage zu 100% über die Jahre steuerlich abschreiben. Sie können über die KfW ein vergünstigtes Darlehen in Anspruch nehmen. Das ist die Nummer 270. Und der Netzbetreiber nimmt Ihren Überschuss ab. Für 20 Jahre garantiert. Beispiel. Sie haben 100 Euro Steuervorteil pro Jahr, Sie haben 100 Euro Einspeisevergütung pro Jahr, sind 200 Euro, mal 20 Jahre kommen da nochmal 4.000 Euro zustande. Also, das Risiko, ich sehe persönlich keines, 25 Jahre Garantie, 15 Jahre bei den Speichern, hohe Eigenverbrauchsquote durch Einsatz vom Alpha ESS bieten auch noch eine sehr gute Rendite in diesem Zusammenhang. Ja, limitiert auf 50 Stück. Wir drücken hier schon mal die Daumen, dass ihr dabei seid, ja, bei diesem ganz speziellen Paket. Ja, wir freuen uns auf eure Anrufe, würde ich jetzt dem TV-Werbesender sagen, würde ich sagen, die Leitungen sind jetzt freigeschaltet. Kommt bitte über E-Mail, über unsere Internetseite, über das Kontaktformular rein. Noch was Organisatorisches, wir gehen in die Pause, sind wieder am 18.08. um 11 Uhr live für euch da. Wir haben das Thema Denkmalschutz und Photovoltaik. Eigentlich im Widerspruch, ja. Denkmalschutz bedeutet keine PV, darf da drauf aufs Dach. Aber ich denke hier, dass wir da eine gute Lösung präsentieren können. Also seid wieder dabei, ja, hört's rein bei uns. Ja, wir dürfen euch, die jetzt Ferien oder Urlaub machen, schöne Tage, schöne Momente wünschen. Und natürlich vor allem, bleibt mal alle gesund. Euer Ikra Rosti. Alles Gute.